Ich komme von Daimler Truck & Buses und bin verantwortlich für das Produktmanagement vom Antriebsstrang, für die Qualität und für den externen Vertrieb. Das ist neben Batterietechnologien und Brennstoffzellentechnologien noch eine dritte CO2-freie Lösung geben sollte, nämlich der Wasserstoffverbrenner. Der Wasserstoffverbrenner ist für mich die komplexeste Antriebsstrangform verglichen mit dem vorher aufgezählten Batterie- und Brennstoffzellenantrieben. Und komplexe technische Aufgaben ist der Reiz der Ingenieure. Und was liegt näher, als hier in Süddeutschland hier einen Nukleus zu finden, dafür zu kämpfen. Der Kundennutzen ist, dass es nicht diese einfache Anwendung gibt, eine technologische Lösung für alles. In den Tagen der Hochwassermeldungen hat man viele Feuerwehrfahrzeuge, Lastwagen vom Technischen Hilfswerk gesehen, wo jedem klar wird, dass diese Fahrzeuge nicht elektrifiziert sein können und auch eine Brennstoffzelle ist ein elektrischer Antriebsstrang. Dieses Beispiel zeigt, dass die Anwendungsformen von Lastwagen viel größer sind wie beim PKW, weshalb auch diese CO2-freie Antriebsstranglösung mit dem Verbrennungsmotor unglaublich wichtig ist für die Gesellschaft.